Sehr schönen guten Morgen. Wir werden eine Reise machen, die virtuelle Welt machen, sondern die virtuelle Welt, so wie man sie im Internet kennt, und wie diese virtuelle Welt, respektive ihre Nutzung, die Realität widerspiegelt. Habe ich wieder nachgeguckt und es waren schon weit mehr als doppelt so viele. Etwa 135.000 Treffer. Entschuldigung. Das heißt, pro Demonstrant kann man sagen, 4 Internetseiten, die zusätzlich einen Hinweis auf Schablone. Um einen objektiven Überblick zu finden, kann man sehr einfach den Namen der Website in die Suchmaschine eingeben und das, was man sucht. Bei unserer Untersuchung haben wir analysiert die gängigen Partytitel. Da denkt man natürlich als erstes an Ecstasy, da denkt man vielleicht an LSD oder an Zauberpilze. Aber die Substanzen spielen eigentlich heute eine sekundäre Rolle. Das war vor 10 Jahren noch sehr anders. Heute sind die Beschleuniger wichtig. Speed, Amphetamin, Methamphetamin und Kokain. Und dann spielen noch eine Rolle, das wurde auch untersucht, ist vor allem GHB, Gamma-Hydroxybutyrat, eine Kuschel- und Sexdroge, und Ketamin, das ist etwas für vor allem fortgeschrittene Psychonautiker und wirklich multidimensionales Kino in anderen Sphären zu genießen. Ketamin ist erstaunlich kontinuierlich. Er legt auf fast allen Seiten von diesen genannten Drogen den Rang ab und tut das seit Jahren. Das heißt, in Relation zu den anderen Drogen ist die Gemeinde derer, die sich über Ketamin informieren wollen, etwa gleich schnell gewachsen wie im Schnitt das Internet.